Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute die Wasseranalyse des 40.000 Liter Teichs mit guter Filteranlage, die vielleicht auch biologisch noch etwas im Zweifel verbesserungswürdig wäre. Und was mich hier beeindruckt hat, als ich hier angefangen habe zu messen und mein Messgerät reinzuhalten, dann kam Stefan, dann habe ich ihn gebeten, mir Ausgangswasser zu bringen für die Carbonathärteermittlung. Dann habe ich ihn gefragt, wie sind deine Wasserwerte? Und es war einer der wenigen, die mir das jetzt hat, der mir hat komplett alle Wasserwerte auf den Punkt genau vorhersagen können, was ich messe. Sage ich Carbonathärte, sagt der Ausgangswasser so 2, Teich 1, 2, so um den Dreh. pH-Wert zwischen 7,5, 7,6, dann habe ich gefragt, härtest du auf? Sagt er, nee, sage ich, warum nicht? Sagt er, ja, weil ich damit keine Probleme habe. Das läuft alles seit Jahren gut, also die ganzen Parameter, die den pH-Wert steigen lassen, die ihn sinken lassen, da gehört Belüftung dazu, die Koi gehören dazu, die Algen gehören dazu, es gehört die Filterbakterien dazu, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Carbonathärte haben mit den Algen. Sagt er, das steht alles in einem ganz guten Verhältnis und ich habe da keine Probleme, mit uns funktioniert. Dann sagt er, hat man mit Natriumbicarbonat, hat er mal aufgehärtet und, also, und dann ist der pH-Wert auf 8 und höher, sagt er, genau, und der ist sprunghaft hoch. Sagt er, das brauche ich nicht, sage ich, ich persönlich arbeite mit Calciumcarbonat, weil das nicht eine ganz so hohe Löslichkeit hat wie Natriumbicarbonat. Von daher steigt der pH-Wert sachter an und geht jetzt nicht gleich voll in die Extreme. Sagt er, ja, aber er braucht das nicht, sage ich, wie viel Wasserwechsel machst du? Sagt er, 20-25% in der Woche, das sieht man dem Wasser auch an. Ja, also das ist wirklich so ein Teich, wo ich das auch sofort glaube, dass das so gemacht wird. Und alles in allem, sagt er kommt mit seiner Anlage, so wie sie ist, zurecht. Sage ich, wie ist das Nitrit? Sagt er 0,05. Das ist auch genau das, was ich messe, zwischen 0 und 0,05. Also auch da überhaupt kein Problem. Und der Unterschied von der Carbonathärte Ausgangswasser zu Teichwasser war ungefähr 1. Also ich habe jetzt Ausgangswasser 3 ungefähr gemessen, im Teich 2, zwischen 1 und 2. Und das heißt, bei dem der Menge Wasserwechsel, und er macht auch einen kontinuierlichen Wasserzulauf, und bei der Menge Wasserwechsel, was dem Teich zugutekommt, ist das, was an Carbonaten, also an Carbonathärte, dem Teich zugeführt wird, nur minimal weniger als das, was aufgezehrt wird. So, und da muss ich ehrlich sagen, das System ist hier wirklich in einem stabilen Gleichgewicht. Wird man eine Luft vielleicht, könnte man noch ausschalten, man hat... Oder man nicht eine ausschalten, weil man will ja von zwei Luftkompressoren will man ja die Luft haben, die möglichst auch noch auf unterschiedlichen Stromkreisen hängen. Würde man beide ein bisschen schwächer machen, würde das immer noch vom Sauerstoff reichen. Wir haben gerade 100% Sauerstoffsättigung, es ist tagsüber. Da wird sich auch nachts nicht viel tun. Wir haben jetzt Mittagspause, Mittagszeit, High Noon, maximale Sonneneinstrahlung. Haben natürlich auch viel Schatten, aber die Koi haben auch gefressen, sind sauerstoffzehrend. Also da könnte man sicherlich die Luft etwas runterfahren, dann würde der pH-Wert noch etwas runtergehen, wobei ein pH-Wert von 7,5 ist eigentlich nicht verbesserungswürdig. Ideal ist immer 7, 7 ist perfekt, da kann ich maximal füttern, muss auch keine allzu große Angst haben, dass es immer gleich auf die Kiemen geht aufgrund der Ammoniakproblematik, aber ansonsten, das passt. Was gibt es noch? Temperatur 21,1 Grad, unbeheizt Mitte September, wir haben glaube ich heute 15. September. Das ist auch der absolute Wahnsinn, aber ich glaube, bis wir wieder mal so einen September haben werden, da wird einiges an Zeit vergehen. Also es gibt momentan nichts, was man hier als verbesserungswürdig bezeichnen müsste. Jemand, der sich viel Kopf gemacht hat, der aber sich nicht nur Kopf gemacht hat, sondern daraus auch seinen Weg fürs Management abgeleitet hat. Und was er auch sagt, er misst die Wasserwerte zweimal die Woche, gell? Zweimal die Woche, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ja zu Hause 20 Kreislaufanlagen, die wir täglich messen. Und wenn ich sehe, dass wir in der Woche mit Sicherheit 2, 3 Überraschungen der Wasserwerte haben, positiv und negativer Natur, ist es doch so, dass ich sagen muss, auch Sie als Koi-Liebhaber sollten zweimal in der Woche das Thema in Angriff nehmen. Sie müssen da nicht immer gleich Chlor und Phosphat und Nitrat, so diese schleichend sich verändernden Parameter, die würde ich da jetzt nicht permanent messen. Aber das, was ich hier als kleine Wasseranalyse mache, messen Sie Nitrit, wenn es Nitrit in Ordnung ist, können Sie fast davon ausgehen, dass es aus Ammonium in Ordnung ist. Ammonium messen Sie vielleicht einmal im Monat, aber wenn der Filter nitritmäßig stabil läuft, läuft er ammoniummäßig in der Regel sehr stabil. Messen Sie die Carbonathärte, Teichwasser. Wenn es da keine große Veränderung gibt, gibt es für das Ausgangswasser keinen Grund. Messen Sie das einmal, dass Sie wissen, was Ihnen die Stadt liefert. Das ändert sich in der Regel auch nicht so sehr. pH, Sauerstoff.
Das vor allem zu unterschiedlichen Tageszeiten. Gerade Sauerstoff ist sehr wichtig. Aus Nitrit kann man mal zu unterschiedlichen Tageszeiten, dass man mal sieht, wie ist es morgens, wie ist es abends, wie gut arbeitet der Filter. Und was Sie eigentlich täglich, wo Sie einen Blick drauf werfen sollten, ist die Temperatur. Können Sie jetzt vielleicht lachen. Das ist A, nicht der einfachste zu messende Wasserparameter. Wir kennen ja den einen Block von Jürgen, wo der, glaube ich, 5 Grad Temperaturunterschied war. Plausibilisieren Sie es, und ich sage Ihnen, wenn da war auch eine Nachfüllautomatik, wenn dann so eine Nachfüllautomatik mal das Ventil abfatzt und Ihnen mal 3 Tage lang eiskaltes Wasser in den Teich reinschießt, Sie freuen sich zunächst mal, dass Ihr Wasser immer schöner wird, es wird immer klarer und kriegt mehr Glanz und alles. Und bis Sie dann merken, was eigentlich passiert ist, kann es Ihnen passieren, dass Ihre Fische schon so einen Schlag weggekriegt haben, dass die ersten schon von Ihnen gehen werden. Gab es alles schon, wird es immer wieder geben. Darum kann ich Ihnen sagen, die Temperatur ist für wechselwarme Tiere so wichtig wie der Sauerstoff und der pH-Wert. Zumindest haben Sie da einen Parameter, mit dem Sie die Fische im Zweifel schneller töten können als mit dem Ammonium und Nitrit. Auch das wird gerne vergessen. So, genug für heute. Stefan hat es gut gemacht hier und wird es auch hoffentlich weiter gut machen. Aber er hat das, was man braucht, und zwar das richtige Verhältnis von Begeisterung für die Schönheit der Fische, für deren Wachstum, was er auch gut im Griff hat, aber auch gleichzeitig das Verantwortungsbewusstsein, die Fürsorge, die es braucht, um sowas auch am Laufen zu halten. Ihnen noch einen schönen Tag und danke für Ihr Interesse. Kaufen Sie noch einen Sack Konischi-Futter, bevor Sie Ihren Fischen dann noch einen richtig, richtig schönen Wasserwechsel gönnen. Alles klar, bis die Tage. Ciao.